Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dune 2000. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier bei der Mission 7 der Hakon, ne? Und es ging gegen die Atreides. Und jetzt sind wir bei der vorletzten Mission, nicht nur von den Hakon, sondern von dem ganzen Spiel. Und wir müssen gegen die Ordos dahin, Deviatoren. Okay, gut, Leute. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Die Ordos fangen an, mir auf die Nerven zu gehen. Sie haben sich, zweifellos durch ein paar gut platzierte Bestechungssummen, einen todbringenden Saboteur besorgt, der ein ganzes Gebäude mit einem Schlag in die Luft jagen kann. Aber langsam werden ihre Verbündeten gleichgültig. Die Atreides und die Fremen haben ihre eigenen Schlachten zu schlagen. Und die Ordos? Es ist nicht gerade leicht, die Ordos lieb zu haben. Schaltet Letos Männer aus, dann wird die Allianz zusammenbrechen. Auf sich allein gestellt werden die Ordos scheitern. So sieht's aus, Leute. Die Ordos nerven. Das ist so. Gut, Leute. Ja, die Ordos sind alle andere. Atreides eingegangen. Alter Schwede. Naja, gut. Doch das wird sie nicht vor uns. Atomwaffen! Wir kriegen Atomwaffen, Leute. Schaut euch das mal an. Vernichte die Ordos. So, Leute. Ja, wir haben die Todeshand. Sehr geil, Leute. Wir haben die Rakete. Gut, Leute. Wir brauchen wir ja den Palast. Genau, Leute. Wir haben den Palast. Wir haben jetzt alles zur Verfügung, was die Hakon haben. Alles, Leute. Sehr schön. Alles klar, dann geht's hier direkt los. Bauhof mache ich mal hier hin. So, Leute. Genau, vorletzte Mission. Würde ich sagen, speichern wir das mal direkt. Und ja, dann geht's hier direkt los. Ja, wie gesagt, es freut mich, dass ihr wieder dabei seid hier bei Dune 2000. Seid willkommen. Vorletzte Mission hier und jo, würde ich mal sagen, bauen wir uns direkt mal hier auf. Würde ich mal. Moment, ich muss erstmal eigentlich mal erkunden, wo hier das Spice ist, ne? Moment. Damit die Sammler keinen allzu langen Weg hier haben. Aber ich brauche zumindest erstmal jetzt mal die Energie. Und, ah cool, jetzt haben wir sogar hier unten so ein bisschen Spice. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber das reicht halt nicht für immer, ne? Ja gut, das sollte aber kein Problem sein. Was haben wir hier jetzt noch so? Gut. Neue Bauoption. Richtig so, hey. Gut. Heilige Kacke, da kommen schon wieder ganz schön viele Manneken. Ja, gut. Aber Manneken sollen mir erstmal egal sein. Einfach schön hier drüber fahren. Genau so. Genau so, Leute. Da können wir uns gar nicht auf den Sack gehen. Jo, Leute. Willkommen bei Dune 2000, wie gesagt. Ich nehme es an einem Ostersonntag auf. Wenn ihr das seht, ist es wahrscheinlich Ostermontag. Und ja, dann auch hier von mir hiermit trotzdem nochmal frohe Ostern, Leute, auch wenn es bald vorbei ist. So, genau. Boah, vorletzte Mission des Spiels, das ist schon echt krass. So, da ist leider eine Öffnung, okay. Ansonsten haben wir hier wieder. Ja, mittelgroß Platz eigentlich, ne? Gut, ich würde mal sagen, nehmt mal diese Wachtruppen hier mit und stell die mal hier unten hin. So, weil wir brauchen zwei Verteidigungslinien hier. Und ja, ich habe noch einen Tipp bekommen vom Mastermind. Vielen Dank dafür. Der hat gesagt, meine Echo ist ein bisschen ausbaufähig. Stimme ich ihm zu? Ja. Deswegen werde ich jetzt mehr Sammler bauen. Aber am Anfang lieber noch nicht, weil am Anfang sollte ich direkt auf die Raketentürme gehen hier. So, dann fahren wir über die scheiß Wüstentruppen hier drüber. Los. Fahr da drüber. Ja, so oder so. Genau, Leute. Das heißt, wir bauen erstmal hier eine Kaserne. So. Dann würde ich mal sagen, gehen wir das mal an hier. Wir brauchen nämlich am Anfang ganz schnell Türme. So, der Sammler, der kann hier unten in Ruhe sammeln, das ist kein Problem. So, Leute, dann würde ich sagen, bewegen die sich mal da hoch.
Und dann kann ich ja bald auch schon hier anfangen mit den Türmchen. Ne? Das ist ja nicht so weit weg. Werde ich danach nämlich dann direkt noch eine zweite Energie bauen. Zack. Genau, und das dann direkt upgraden hier. Und speichern, bevor es wieder abstürzt. Ich hoffe, es stürzt nicht ab. Gut, Leute, genau. Dann würde ich mal sagen, jo, baue ich mal die nächste Energie. Und ich werde mal einen ganz kurzen Aufnahmecheck machen, also bis gleich. So, da bin ich wieder. Jo, das geht. Also ich hoffe, dass es so bleibt. Also bis jetzt keine Abstürze, keine Bugs oder so. Ja, das wäre ganz cool, wenn das so bleiben würde. Okay, Sammler. Sammeln wir mal hier vorne. Danach werde ich direkt den Außenposten in Angriff nehmen. Und dann direkt schon mal hier die ersten Raketentürme bauen. So. So muss das aussehen. Genau so. Und dann hier Außenposten. Zack. Ja, wie geht's euch so? Mir geht's sehr gut. Ich habe mich mittlerweile an die Quarantäne gewöhnt. Habe auch mittlerweile Homeoffice bekommen von der Arbeit aus. Also ich darf jetzt wirklich zu Hause bleiben. Und ja, das wird eine sehr schöne Zeit, kann ich sagen. Schön eure Videos anschauen, schön hier weiter Let's Plays machen. Und ja, das ist doch mal ein Plan hier. So, dann fahren wir da drüber. Los. So, dann baue ich hier oben direkt, wirklich direkt Raketentürme hin. Neue Bauoptionen. Genau, Typchen hier. genau, hier erstmal zwei Stück. Was schießt da schon wieder? Ja, wir sehen wieder eine riesige Map. Ja, das kann heiter werden, Leute. Es kann heiter werden. Allerdings, ja, wenn es innerhalb von 3 Parts möglich ist, versuche ich das natürlich, ne? Klar. Aber, ja, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, Leute. Dann wird es halt eine längere Mission. Mein Gott. So, direkt Raketentürme. Ganz wichtig hier, Raketentürme. So, damit wir da oben schon mal eine vernünftige Verteidigung haben. Kann ich nämlich einen Panzer schon mal hier runterziehen. So, Leute. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass euch das hier soweit gefällt. June 2000. Mir gefällt es sehr. Und ein paar von euch auch. Speziell den Mastermind und den Flying Dragon. Die schauen sich ja wirklich jede Folge an. Das finde ich so krass, ey. Vielen Dank. Oh, das kommt. Söldnertruppen. Aha. Söldnertruppen, Leute. Das sind Söldnertruppen. Okay. Wir haben es hier mit mehreren zu tun. Ich verstehe, Leute. Nein, nicht auf die Belagerungswaffe. Oh, verdammt. Ja gut, dann zieht der Trike halt hier runter. Genau deswegen, weil er nämlich wieder Mannequin angeschissen kommt. Genau deswegen, Leute. Aber wisst ihr was, da fahre ich einfach drüber. So, einfach hier drüber fahren. Und die dicken Rohre da auch noch wegmachen. Das ist ja kein Problem, die machen ja keinen Schaden fast. So. Sehr schön. Dann würde ich sagen, baue ich hier unten mal meine Verteidigung auf. So. Genau. Und ja, speichern nochmal. Ich muss öfter speichern. Ist noch eine Wüstentruppe. So, ist egal, Leute. Da fahrt ihr einfach drüber, ne? Ja, sehr gut. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, mache ich mal hier eine Verteidigung. Eine kleine. Hier oben stehen ja schon 2 Stück. Aber ich bezweifle, dass die ausreichen, aber besser als nix. Oder nee, wisst ihr was? Ich ziehe die hier runter und mache hier oben weiter. 3 Stück hier oben noch hin. Genau. Dann sollte das passen. Dann sollte das passen, soweit. Oder nee, wisst ihr was? Moment mal, Shrike. Ich mach das nochmal kaputt da. Ich will nämlich hier so eine Linie von Türmen haben. Ja gut, dann kommen wir hier oben zwar nicht mehr raus, ne? Aber hier oben will ich auch gar nicht raus. Ganz ehrlich, da will ich nicht raus. Ich will lieber hier unten raus. So, Leute. Aha, seht ihr das? Da kommt er nämlich mit Panzern angeschissen da. Aber ich habe hier schon 3 Raketentürme stehen, Junge. So, genau.
So, weitere Raketentürme. Nein, kein 1 gegen 1, das ist blöd. Das ist eine blöde Idee. Lass lieber die Wüstentruppen die Arbeit machen. Schieß da drauf, so. Genau, Leute. Jo. Das haben wir doch schon relativ souverän hier gemeistert. So. Genau. Dann haben wir hier gleich zu. Und ja, da muss ich gucken, dass ich gleich schon mal eine zweite Raffinerie baue. Aber erstmal, wie gesagt, die Türme, die sind wichtig, Leute. Die sind verdammt wichtig. Als nächstes werde ich hier unten die Türme hinbauen. Weil, ja, wie gesagt, da kann man sich auch in Ruhe darauf fokussieren. So, der Sammler bringt Kohle rein. Das ist schon mal sehr gut. Nochmal Speicher. Ja, ich bin ein bisschen traumatisiert davon, was die letzte Woche passiert ist. Ich weiß nicht, ob ihr dabei wart, aber letzte Woche war ja übelst blöd. Aha, da. Gut, dass ich da Türme stehen habe. So, einfach weiter Türme bauen. Zack. Die gehen direkt kaputt hier. Zack, genau. Da kann er mich schon mal nicht mehr mit nerven. Das ist schon mal ganz gut. Oh, der Quad da. Uff, auch, ja, okay. Ja, dann. Der hat einmal geschossen. Ja, okay. Leute, der geht direkt kaputt. Der Strike ist direkt kaputt. Der hat auch einmal geschossen. Ja, gut. Das ist aber nicht schlimm. So. Erstmal hier verteidigen. Oh, nö. Sag mir jetzt bitte nicht, dass der da wieder... Nein, okay, sehr gut. Sehr gut. Mensch, der Sammler sammelt wieder irgendwo inmitten vom Nirgendwo, ne? Egal, Leute. Ich hab hier verteidigt, Junge. Du kannst mich nicht abfacken. Ey, was will der hier reinfahren, oder was? So. Genau. So. Ja, gut. Ich wusste, dass das hier notwendig wird. Ich wusste es. Deswegen werde ich hier auch noch ein bisschen verstärken. Leute. So, genau. Ich hoffe, der Spielstil hier sagt euch zu, dass ich erstmal auf die Verteidigung gehe, weil das habe ich aus den letzten Missionen gelernt. Von Atreides und Ordos. Ein dickes Rohr, der kann doch nicht mal schießen. Na doch, einmal, okay. Und du sammelst bitte hier vorne. Los. So. Jetzt kommt er mit den ganzen dicken Rohren an. Okay. Na gut, bringt ihm auch nichts, ganz ehrlich. Die sind alle voll repariert. Sehr gut. Ich brauche Kohle, Junge. Ich brauche Kohle. So, mal hier oben voll. Danach gehe ich mal den zweiten Sammler an. Oh! Luftangriff. Okay. Naja, gut. Ich meine, der trifft ja nicht viel, ne? Ja, gut. Soll er schön durch die Raketentürme fahren? Genau mitten rein hier. Ja, okay. Das geht ja. So. Dann mach mal Pause hier. Ich muss nämlich mal ein bisschen reparieren. So, stell mal die Wüstentruppen nach vorne. So. Genau, Leute. Dann. Oh, das ist sogar halb kaputt hier. Was ist das denn? Okay. Ja, ich habe verteidigt. Ich wusste, dass das wichtig wird. Ich wusste es einfach, ey. So. Dann als nächstes den zweiten Sammler. Oh, geh bloß weg, Wüstentruppen. Nein! Oh. Penner, wirklich, ey. Da kommt er mit den scheiß Wüstentruppen an, ey. Wisst ihr was? Fahr da drauf da. Los. Schön reingelaufen auch noch, yo. So, sehr gut. Alles klar, Leute. Jetzt fahr doch da drauf. Mensch. Gar kein... Kurzen Prozess machen hier mit denen. So, genau. Oh, kein Geld schon wieder, ey. Mann. Egal. Geht schon. Geht schon. So, ja. Aha. Ihr wollt das auch wieder versuchen, Leute. ja, ich brauche Kohle, um das jetzt hier zu reparieren, alles. Was zur Hölle? Wer schießt denn hier rum? Naja, gut. Würde ich sagen, speichern wir mal. Und dann bauen wir mal unseren zweiten Sammler. So.
Sieht doch relativ gut aus, wie wir uns jetzt hier verteidigt haben. Und ja. Ich werde jetzt den Sammler mal selber steuern, weil die brauchen sonst zu lange. Und zack, weiter geht's. Zack, weiter geht's. Nicht das Braune sammeln, sondern hier das... Ey, eiskalt, ne? Eiskalt meinen Befehl verweigern. Naja, gut. Kein Problem. Dann nehm halt das Braune. Ist ja okay. Wenn er unbedingt will, ne? Speichern nochmal. Ja, ich muss öfter speichern. Ich bin echt traumatisiert. Aber bis jetzt läuft es. Weißt du was? Erkunde mal ein bisschen. Warum eigentlich nicht, ne? Erkunde mal ein bisschen den Bereich hier. Ist doch gar keine so schlechte Idee hier. Einfach mal ein bisschen rumfahren. Oh, da ist direkt ein Atreides-Sammler, okay. Heftig. Das heißt, die Basis ist theoretisch nicht weit entfernt. Okay, Wüstentruppen. Der will wahrscheinlich einmal gleich drauf schießen, ne? Ach du Scheiße! Okay. Dann gehen wir da weg. Los. Okay, Leute. Hier ist auf jeden Fall irgendwas Atreides-mäßiges. Ja, ich weiß. Oh, das ist jetzt aber ärgerlich, Leute. Gut. Speichern nochmal. So. Erstmal da oben hin, bitte. Und ich sehe ja, dass hier auch noch ein bisschen was Spice ist, ne? Leute. Und... Ha, da versucht das wieder. Er soll der versuchen. Kein Problem. Kein Problem, die geht ja kaputt. Ja. So, Leute. Sehr gut. Uff. Ja. Oh, ein Saboteur! Da ist ein Saboteur, Leute. Schieße kaputt, unbedingt. Unbedingt kaputt schießen. Oh, Gott sei Dank. Da kommt der Gegner wieder mit Saboteuren an hier, ey. Ja, okay. Aber das den haben wir ja erstmal verteidigt, ne? Wenn der Saboteur mich einmal kriegt, ist vorbei. Wenn er den Wurf einmal kriegt, ist vorbei. Das heißt, ich muss den wieder einmauern. Okay, Leute, dann mache ich das mal. Dann mauere ich mal meinen Bauhof ein. Ja, das muss sein. Das muss sein. So. Zack. Ja, da sind jetzt eigentlich... Jawohl, nee, eigentlich nicht. Ein Tier und eine kleine noch. Genau. Einfach schön verteidigen erstmal. Zwei Sammler im Einsatz. Sehr gut. Und Mauern. Einmauern hier. Währenddessen Kohle sparen für die weiteren Anschaffungen. So, Leute. Oh, das kann lange dauern. Das kann lange dauern. Naja, gut. Sicherheit geht vor, ne? Gut, was haben wir hier? Söldnertruppen. Hm, okay. Gut. Machen wir hier zu. So. Wuss. Der Söldner, ja, okay. Gut. Uff. Sehr schön, Leute. Der hat keine Chance. So. Schön einmauern die Kacke hier. Ja, ja, bevor die von dem Saboteur in die Luft gejagt wird hier. So. Aber wisst ihr was, Leute? Ich baue eigentlich... Oh, fahr da mal drüber. Ich brauche eigentlich Dings... So. Auch eigentlich noch eine Waffenfabrik, ne? Wollte ich gerade sagen, damit ich... nebenbei Sammler bauen kann. Ja, ja, stimmt. Das ist eigentlich gar keine immer so schlechte Idee. Wow, zwei Wüstentruppen. Der kann aber nur einmal schießen, das ist ganz gut. So, mache ich hier die zweite kleine hin. Coole Musik.
Gut, Leute. Gut. Was mache ich denn da? Naja, egal. Nochmal speichern, Leute. Und ja, dann haben wir die zweitletzte Mission bis jetzt relativ gut gemeistert. Ich sage extra bis jetzt. Ich weiß, was da noch kommen kann, ey. Wirklich. Gut. Dann, würde ich mal sagen... Ah, ich brauche noch eine Energie, ne? Shit, stimmt. Ich brauche noch eine Energie. Da ist der nächste Saboteur. Los, dann kommen wir hier hoch. Das ist gemein gemacht hier, wirklich. Hier sind nämlich extra so viele Felsen, damit die Manneken auch schön da durchkommen. So, dann fahr da einfach drüber. Los. Wo ist der? Oh, Gott sei Dank. Oh, alter Schwede. Ich muss unbedingt die Mauer fertig bauen. Aber erst die schwere Waffenfabrik. Ich brauche noch mehr Sammler, Leute. Und? Was macht er denn jetzt? Oh, nö, nicht schon wieder auf die Energie. Guck gleich wieder. Nicht schon wieder. Oh! Das ist fies. Das ist ja gemein jetzt. Wirklich. Das ist ja richtig fies jetzt. Oh! Okay. So, die Türme funktionieren wieder. Okay. Gut. Mach die kaputt, ja? Vor allem den Quad da. Ja. Oh! Oh, das war gemein jetzt. Das war richtig gemein jetzt, ja? Mit Deviator auch noch. Zwei Deviatoren noch. Hier. So. Dann kommst du mal da raus und schießt direkt mal da drauf. Das war gemein, ja? Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir haben es verteidigt, Leute. Und die Orders, die haben Deviatoren. Verdammt. Aber egal, Leute. Die Sammler machen weiter ihre Arbeit. Es ist nichts kaputt gegangen. Schon mal sehr gut. Und ja, eigentlich können wir jetzt so wie geplant weitermachen. Würde ich sagen, speichern wir das nochmal. Dann haben wir fast eine absturzfreie Aufnahme. Das ist doch schon mal was. Sehr schön. So, Sammler bauen, upgraden, Mauern bauen. So. Damit die Kack-Saboteure mir nicht im Beruf wegnehmen. So, weil falls mal einer durchkommen sollte, wovor ich echt Schiss habe, dass das passiert. So, Leute. Ja. So können wir uns mal Schritt für Schritt hier ein kleines Standbein aufbauen. Ist das denn nix? Ist das denn nix, Leute? So, dann... Zwei kleine, hier die zweite große Waffenfabrik, Werkstatt. Es passt genau vom Platz her. Ganz ehrlich, ich hoffe aber, dass die Energie hier unten reicht. So, dann kann ich direkt weiter Sammler bauen. Sehr gut. Noch ein Sammler. So, los, du gehst direkt hier runter. Erstmal hier unten, weil das ist sicherer. So, Leute, dann brauche ich weitere Energie. So. Am besten eigentlich noch mal ein paar mobile Einheiten, ne? Aber ich verlasse mich jetzt einfach mal auf die Raketentürme, dass die ausreichen hier. Oh, verdammt. Aha, ja. Oh, der Penner geht für mich voll auf meine Wüstentruppen. Verdammt. Naja, gut. Ich habe keine Einheiten, um die platt zu fahren, ne? Hier die ganzen Wüstentruppen da. Okay, Leute. Wisst ihr was? Oh, das wird jetzt scheiße, wirklich, Leute. Aha, schaut mal da. Ha, ich wusste es. Gut, Sammler, komm mal raus hier. Genau das wusste ich, dass da einer durchkommt, ey. Komm mal hier. Fahr mal drüber hier, los. Fahr mal da drüber. Das ist ganz gut, dass der Sammler da jetzt rausgekommen ist. Gut. Fahr doch einfach geradeaus. So. Sehr schön, Leute. Ja. Dann haben wir die Gefahr hier erstmal gebannt. So.
Sehr gut. Da sollten 4 Raketentürme reichen, da unten. Brauche ich schon mal dicke Rohre für die Verteidigung. Warum eigentlich nicht? Ja, ich habe jetzt 4 Sammler im Einsatz. Passt erstmal. So, ne, weitere Sammler kann ich später bauen. Freunde. So, speichern. So. Und du kannst nicht einmal schießen. Sehr gut. Ja, cool. Mensch, das war doch eine ziemlich entspannte Folge. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Vorletzte Mission, ja. Zack. Wobei, die Folge geht noch 3 Minuten. Mal gucken. So, die kommt hier unten hin. So, danach werde ich weiter Sammler bauen, Leute. Sammler bauen und vor allem hier jetzt mal langsam Gebäude weiterbauen. Und da kann man langsam aber sicher mal an die Erkundung denken schon, ne? Natürlich wieder kein Geld mehr. Ey, das ist so nervig. Sammelt doch nicht wieder mal so weit weg. So. Gut. Kleine Waffenfabrik. Sehr schön. Die Einheit kommt hier oben hin. Sehr schön. Oder wisst ihr was? Nee, nicht da, sondern hierhin. Genau, hierhin. Damit er schön die Saboteure platt machen kann hier. Wisst ihr was? Das Meliken kann sich mal hier vor den Bau aufstellen. So einfach geht das. Ich befürchte, die Energie reicht nicht. Nee, nee, ich muss noch irgendwo anders Energie aufbauen. Hier kann auf jeden Fall eine hin. Ja, genau. Gut, Leute. Speichern nochmal. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe Avira-Prozesse jetzt alle mal ausgemacht. Bau nochmal einen Sammler, bitte. Und ja, dann sollte das jetzt eigentlich funktionieren hier. Aha, da kommt... Wer schießt denn hier schon wieder? Die schießen immer auf irgendwas, wo ich nicht sehe, was es ist. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja, richtig gut. Dann haben wir gleich 5 Sammler. Und, aha! Seht ihr das da? Und direkt kaputt. Sehr gut. So muss das laufen, Leute. Gut. Dann würde ich sagen, nehmen wir nochmal die 2. Waffenfabrik in Angriff. 2. große. Ey! Versucht der denn da? Gut. So, Leute. Geil, mein 5. Sammler, Leute. Richtig gut. Gut, dann brauche ich aber auch mal so langsam einen Raumhafen. Ne? Ich brauche langsam einen Raumhafen. Damit ich mir schön schnell hier die Flugzeuge besorgen kann, weil das Spice hier, das gibt's nicht mehr lange. Gut, dann baue schnell den Raumhafen. So, reicht die Energie dafür noch? Ich hoffe es. Aha. Zack, weg damit. Sehr gut. Die Verteidigung hier steht, Leute. Wurmzeichen. Ja, ja, genau. Und uff, weg damit. Ah, ja, komm. Komm. Ah, komm, Wurm, 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 Wurm. Und? Yes. Ah, geil. Ah, geil, Leute, richtig gut. Der Gegnersammler gefressen. Sehr schön. So muss das aussehen. Und weg damit, los. Weg mit dem Deviator, nicht, dass der mir mein dickes Rohr da klaut. Okay, Leute. Ich warte erstmal ab hier. Mit dem Aufbauen. Weil da kommt er nämlich wieder angeschissen da. Oh, das ist meine Uhr, Leute. Gut. Verteidigen wir das nochmal hier. Und... Ja, keine Chance, ey, wirklich. Keine Chance hier. Schön mitten rein. Genau deswegen sollte man die Gebäude immer schön auseinanderbauen. So, da kommen die ganzen Wüstentruppen. Genau deswegen habe ich eine Belagerungswaffe hier stehen. Genau deswegen. Und weg damit. So, sehr souverän, ey, wirklich. So, dann brauche ich mal den Raumhafen. Habe natürlich keine Energie, das, was ich mir schon gedacht habe. Allerdings, Leute, ja, da meine Uhr jetzt geklingelt hat. Wie es hier weitergeht, Leute, würde ich sagen, sehen wir beim nächsten Mal.
Ja, dann bedanke ich mich bei allen, die zugeschaut haben. Und wenn es euch gefallen hat, die Folge, was ihr gesehen habt, lasst doch gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.